Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Super Mario Galaxy 2. Wir waren stehen geblieben in der Boohoo-Mondgalaxie und haben schon sehr viele Grünsterne eingesackt. Und zwar, um genau zu sein, schon 195. Und das ist echt viel. Ja, meine Woche Klassenfahrt ist vorbei. Ich habe mich mehr oder weniger erholen können. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt so interessiert. Ich kann ja mal ein wenig davon erzählen. Ja, also was mir am wenigsten gefallen hat, war definitiv die Busfahrt. Italien ist jetzt nicht um die Ecke und von daher, ja. Vor allem die Rückfahrt war sehr anstrengend. Und was mir auch noch nicht gefallen hat, war das Essen. Aber ich glaube, das ist bei vielen Klassenfahrten so. Von daher muss man sich darüber wahrscheinlich nicht beschweren. Ansonsten war es relativ chillig und deshalb kann ich jetzt auch mal ausgeruht an die Let's Plays umgehen. Und ich glaube, da vorne in diesem einen Labyrinth war kein Grünstern. Und wenn doch, dann werden wir das spätestens herausfinden, wenn wir den ersten Grünstern hier haben. Dann wäre es nämlich der zweite. Ja, und nach dieser mehr oder weniger langen Pause, naja gut, eine Woche, das ist eigentlich so eine Pause, die ich sonst auch immer einlege. Also ist eigentlich nicht wirklich eine Pause. Aber naja, es kommt mir vor wie eine und ich freue mich, dass ich mal wieder zum Let's Playen komme. Weil die Möglichkeit ist mir ja mehr oder weniger sonst genommen. Zumindest auf der Klassenfahrt war sie mir genommen. Und sowas merkt man dann auch gleich. Und von daher, ja, wie gesagt, froh darüber, dass es mal wieder funktioniert. Und hier müssen wir jetzt runter, genau. Ich bin ein wenig heiser, glaube ich. Und ich hoffe, das hört man jetzt nicht allzu sehr. Ich versuche es ein wenig zurückzuhalten. Aber ich wollte unbedingt mal wieder Let's Playen und gerade auch im Anbetracht dessen, dass ich eben nicht mehr so viele Videos auf Vorrat habe, die ich euch zeigen kann. Und dementsprechend müssen wir auch mal ein wenig weitermachen. So, hier war, glaube ich, jetzt kein Grünstern mehr. Hier hinten sehen wir allerdings einen und der ist nicht so schwer versteckt. Aber daran zu kommen, könnte ein kleines Problem werden. Denn wir müssen den Mond so ein ganz kleines bisschen für uns ausnutzen. So, und jetzt, nee. Was? Nein, das wollte ich nicht. Das war auch sehr knapp. Zieh, Mario. Zieh, Junge. Okay, das war schlecht. So, am besten wir machen es so irgendwie. Nein, so nicht. Ja, wunderbar. Das war ja wohl ein Musterbeispiel für das, was man's, wie man es machen sollte. So ein bisschen an der Kante entlang schlittern und dann einfach nach unten fallen lassen. Das funktioniert, ja. Und da wir uns an der Kante entlang schlittern haben lassen, könnten wir, also hätten wir sogar noch einen Drehsprung zur Verfügung gehabt. Oder, okay, das war Grünstern 2. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Denn ich habe keine Ahnung, wo Grünstern 1 war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Grünstern 1 schon mal nachgucken musste. Und den jetzt nicht zu wissen, könnte unter Umständen... Ne, ich muss den nicht nachgucken, aber ich habe, glaube ich, lange dran gesucht. Dennoch glaube ich, er war nicht in dem Labyrinth hier. Er war irgendwo, aber nicht in dem Labyrinth. Er war irgendwo da... Ja, okay, da sehen wir den Grünstern 3 schon. Zur Not können wir den auch holen, wenn wir denken, wir sind irgendwo vorbeigekommen. Aber wie gesagt, in dem Labyrinth hier werde ich mich jetzt nicht mehr so lange aufhalten. Vor allem, da ich es auch hasse. Wenn man nicht weiß, durch welche Wände man hier gehen kann oder so. Und das, naja. Ja. Egal. So. Hier hinten war doch irgendwo hoffentlich der Sternring. Genau. So, hier müssen wir uns jetzt am besten mal umgucken. Was nicht geht, ich liebe die Kameraführung in dem Spiel. Vor allem bei den Grünsternen, weil da wär's... Wow, das Ding bricht echt ein. Wie asozial ist das denn bitte? Moment. Es könnte natürlich sein... Moment. Hier hört man's doch schon glitzern. Dass er sich hier hinter irgendwo befindet. Aber ich würde die Kamera gerne mal drehen. Einfach mal probieren. Nee, das war's nicht. Wir haben auch nicht allzu viele Leben. Vor allem, da der Todd mir nicht eins gegeben hat. Wo war jetzt hier der Grünstern? Wir hören ihn doch schon. Nee. Bittere Geschichte. Wir gehen einfach mal weiter. Okay, da hinten war er irgendwie nicht? Fragezeichen.
Jetzt hört man ihn aber auch nicht mehr so laut. Also entweder wir haben es verbockt, was ich eher glaube. Oder wir sind einfach so dran vorbei. Ja, hier war es dann definitiv irgendwie nicht mehr. Und... ja. Und jetzt ein wenig aufpassen. Und Sternteile. Ja, das mit den Sternteilen wurde mir jetzt auch zweimal geschrieben. Beziehungsweise einmal wurde geschrieben, es ist egal, ob ich sie weiter benutze. Von dem anderen Account. Und einmal wurde mir geschrieben, ich soll nach Möglichkeit versuchen, sie nicht zu benutzen. Ja. Nach Möglichkeit werde ich es probieren. Aber ich will euch auch echt nicht einfach nur zeigen, wie ich hier Sternteile farme. Weil das ist auch für den Zuschauer, denke ich, sehr langweilig. Und ja, hier ist er. Nein. Aber wir wissen, wo er ist. Wir wissen, wo er ist. Das ist wunderbar. Dann brauchen wir uns jetzt keine Sorgen mehr darum machen. Und um Leben wird es uns wahrscheinlich auch nicht hier schlecht bestellt sein, da wir immer wieder bei diesen Noten, die wir hier gesehen haben, und bei diesem Block hier zum Beispiel, ja, hier tauchen die Noten auf und da kriegen wir jedes Mal 3 Leben, was dann dazu führt, dass wir nicht an Lebenknappheit haben, außer man macht sowas. Ich weiß nicht. Ja, tut mir leid, aber ich muss mal wieder ein bisschen in das Spiel reinfinden, lange nicht mehr gespielt und so, obwohl... keine Ahnung, ich weiß nicht, also sonst Let's Play ich auch nur am Wochenende. Es ist seltsam, irgendwie komme ich mir so gerade so wie ein Spiel-Legastheniker vor. Aber naja, damit muss man wohl irgendwie leben. Meine Note, danke. So, leben, leben, leben und runterspringen und landen, dankeschön. So Mario, dann zeig mal, was du drauf hast. Und... krieg den Stern jetzt auch mal irgendwie. Oh, dich holen wir uns nicht. Ja, klar. So, das ist jetzt natürlich auch eine Möglichkeit, um Sternenteile zu farmen. Einfach hier die ganze Zeit abkratzen und sich die Sternenteile wiederholen. Gibt natürlich noch Galaxien, wo das ein bisschen besser oder schneller geht, aber das wäre halt eine Möglichkeit hier. Ja, vor allem, da man immer wieder Leben bekommt und dann nicht Game Over geht. Wobei, wenn man Sternteile sammelt, kriegt man ja auch bei jedem. Und das war schon wieder blöd. Hüppada! Nein, schade. Schade, schade, schade. Wenn das geklappt hätte, ich wäre Gott gewesen oder so. Oder so ähnlich, ja. Tja. Irgendwie sollte das jetzt nach Möglichkeit nochmal klappen. Aber das ist wirklich ein Stern. Kommt man da drauf? Also ich meine, gut, den Geheimstern muss man ja schon gefunden haben. Das heißt, man weiß, dass es da hinten weitergeht. Okay, aber wer kommt darauf, dass der Geheimstern sich bei einem Bonusstern befindet? Das ist meines Wissens nach etwas seltsam. Vor allem, da man da hinten diese Sterne flackern oder flimmern gehört hat. Und ja, das irritiert einen dann natürlich, weil der Stern ist nicht da hinten. Und dann probiert man es eben so, wie ich es jetzt beim ersten Mal gemacht habe, einfach mal ins Blaue springen. Und da war dann natürlich nichts. Naja, aber wie gesagt, mit den vielen Leben, die es hier gibt, nicht so das Problem. So, jetzt mal hier rüber, Mario. Wow, das war schon wieder eng. Und hier rüber. So, und jetzt sollten wir uns daran erinnern, dass wir, wenn wir hier jetzt wieder nach links gehen, einfach mal einen Weitsprung wagen müssen, damit wir auch wirklich da dran kommen. Ja, und zwar irgendwo hier. Nein! Oh Gott. Also, Moment. Okay, ich weiß jetzt, wo es ist. Man sollte sich das auch merken, weil jetzt dürfen wir das Ganze hier zum 4. Mal spielen. Oder zum 5. Mal? Ich habe keine Ahnung. Es tut mir an der Stelle ein bisschen leid für euch, dass ihr dieses ganze Gedöns hier jetzt nochmal sehen müsst, dürft, whatever. Ihr könnt auch vorspulen, wenn euch das zu viel ist. Vor allem, da ich bestimmt noch einmal verkacken werde, wie ich mich kenne. Aber der Grünstern hat es ein wenig in sich. Vor allem, man sieht ihn nicht. Zumindest nicht rechtzeitig und deshalb muss man wissen, wo man abspringt. Und jetzt habe ich halt gedacht, oha, jetzt springst du einfach mal nach links und dann war es deutlich zu früh. Da waren wir nämlich zu weit unten. Aber jetzt weiß ich, wenn das Ding einen Knick macht, müssen wir nach links springen. Und das ist eigentlich auch das, worauf man hier achten muss. Wenn man das weiß, dann ist der Stern einfach. Naja, gut, man muss natürlich den Weitsprung noch hinkriegen, aber ansonsten, man findet ihn eben. Ja, das wollte ich damit auch so. So. Jetzt kommen hier vorbei an diesen komischen
Viechern. Und jetzt gehst du nach links oben und nach links oben und nach links oben. Jawohl, endlich. Das war natürlich mal wieder eine kurze Pause. Ihr merkt das wahrscheinlich. Immer wenn ich den Sprung zum Stern mache, vor allem solche tödlichen Sprünge, bin ich vorher extrem ruhig. Naja, was heißt extrem und ja, halt mal kurze Zeit. Aber ich denke, das könnt ihr mir auch verzeihen. Ja, also mit 3500 Sternteilen. Eieiei, ich glaube, wir müssen einfach uns aus dem anderen Account bedienen. Aber, naja. Wir werden sehen. Ich glaube nicht dran, dass wir noch 6000... Ne, Moment, doch 6400 Sternteile bekommen. Aber eventuell wird ja sowas passieren wie eben und wir farmen unabsichtlich Sternteile. Und dann kann man auch ganz schnell mal auf die 1000 kommen. Je nachdem, in welcher Galaxie man ist. Und den dritten Grünstein haben wir da jetzt schon gesehen. Der erste ist hier wahrscheinlich der schwierigste, würde ich mal behaupten. Vor allem da, wenn man es nicht weiß und man den zweiten eingesammelt hat, denkt man auch erstmal, man muss in diesem blöden Labyrinth hier suchen und irgendwelche versteckten Türen finden. Und das ist sehr nervig. Und deshalb hasse ich das Labyrinth auch, weil ich weiß noch, wie ich damals hier rumgeirrt bin und gesucht habe. Auch nach dem geheimen Stern habe ich in dem Labyrinth gesucht. Ist ja nicht nur so, dass ich den Grünstern da gesucht habe. Nein, der geheime Stern ist ja auch nicht gerade einfach zu finden hier in dem Level. Und von daher kann man das ein wenig nachvollziehen, denke ich. So, jetzt holen wir uns nochmal schön die drei Leben, die hier oben gab. Wir können das auch ganz gestylt machen. In einem Rutsch, genau. Dann hat man auch keine wirklichen Zeitprobleme damit. Ansonsten muss man eben warten, bis die Plattform kommt und wieder geht. Und ja, gut. Aber so funktioniert das. Jetzt fahren wir hier nochmal die Sternteile. Dürfen diese Passage jetzt mittlerweile zum 6. Mal begutachten. Ist hier nicht schön. Sind das hier eigentlich Eeries von Super Mario World? Sehen ein wenig danach aus. Ja, ich denke, das soll eine kleine Neugestaltung der Eeries sein. Und ja, jetzt können wir auch endlich mal weitergehen. Dürfen jetzt hier nochmal die Sternteile einsammeln. Zack. Nein, nicht Sternteile, sondern Teile des Sternenrings. Das darf man nicht verwechseln. Das ist nicht dasselbe. Das ist genau derselbe Mist wie mit Baby Bowser und Bowser Jr., auf den ich auch schon oftmals angesprochen wurde. Hier kann man sich übrigens auch ein paar Sternteile erholen. Wow, außer die Buhus schubsen einen runter. Ich hab dich doch angeguckt, Mann. Okay, jetzt gucke ich dich nicht an. Gut, dann verstehe ich das. So. Und Schalter. Schalter, genau. Jetzt dürfen wir am besten an dem höchsten Punkt mal hoch. Irgendwie so und dann irgendwie so und dann irgendwie so. Und jetzt einen Weitsprung in die Richtung und dann da hoch. Yes, sir. Es hat geklappt. Und das beim ersten Mal. Hey, hey. Ich weiß auch nicht, also manchmal. Also bei meinem, gerade bei meinen Audioaufnahmen fällt mir das auch auf, dass ich manchmal extrem laut bin und dann wieder sehr leise werde. Ich weiß nicht, ob das in meinem Headset liegt oder an der Art, wie ich es aufsetze. Ist ein wenig seltsam, aber ich kann es irgendwie auch nicht ändern. Und ich hoffe, das macht euch jetzt nicht allzu viel aus. Eventuell werde ich mir bald mal ein neues Headset zulegen oder so. Naja, egal. Wir machen weiter mit der Schwindelschwank-Galaxie. Mal wieder ein bisschen Schwerkraft drehen und uns daran erfreuen, dass sich die Schwerkraft drehen lässt. Und zwar der Grünstern 1, wo ich auch keine Ahnung mehr habe, wo es ist. Ja, jetzt kommen wir so in einen gewissen Bereich, wo ich irgendwie blind spiele? Fragezeichen. Nein, ich habe ja jeden Stern schon mal geholt, aber so ein wenig. Ich weiß nicht unbedingt, was mehr auf mich zukommt. Gut, die Galaxien kenne ich natürlich, aber wo waren die Grünsterne? Das ist natürlich immer die große Frage hier. Und ja, versuchen wir einfach mal drauf los. Ich spiele auch nie vor, nur damit ihr das mal wisst. Also, alles was ich hier mache ist ein Jahr blind, würde ich mal behaupten. So in der Art, ja. Ich weiß nicht, wann habe ich das Spiel bekommen? Ich habe das Spiel bekommen zu Weihnachten. Und wann zu Weihnachten? Ja, vielleicht dann schon anderthalb Jahre. Ja, ich glaube so anderthalb Jahre. Gut, den ersten Grünstern sehen wir hier jetzt ohne Zweifel.
Und da müssen wir einfach nur hier nach rechts irgendwie und uns hier hochschmeißen lassen. Zack, wunderbar. Das war jetzt nicht allzu schwierig, weder zu finden noch zu holen. Das ist wirklich simpel. So, aber Grünstein 2 wird es jetzt eventuell mal wieder in sich haben. Ich hoffe jedenfalls, dass wir jetzt in der Dreiviertelstunde, die wir hier jetzt noch haben, annähernd Welt 5 schaffen. Und meine Güte, viel fehlt nicht mehr. Ich meine, 200 Sterne haben wir gleich. Den 200. holen wir jetzt und dann fehlen nur noch 40, meine Freunde. Und dann haben wir alle Grünsterne gesammelt. Oha. Und nach den Grünsternen ist es noch nicht vorbei. Ich hatte schon mal ein wenig angeteased. Angeteasert. Das eine ist wahrscheinlich so Denglisch und das andere ist... Naja gut, eigentlich ist beides Denglisch. Aber das andere ist mehr Deutsch, das andere ist mehr Englisch. Also angeteased würde ich dann eher dem mehr Englisch zuordnen und angeteasert dann eher dem Deutschen. Aber das ist auch vollkommen egal, was über was für Kleinigkeiten ich mich hier schon wieder... ich mich hier schon wieder auslasse, das ist nicht schön. Wieso sammle ich eigentlich so viele Münzen? Wir brauchen nicht viele Münzen. Wir haben genug Münzen. Wir brauchen Sternenteile. Sternteile. Batman oder so. Und bam. Ja. Nein. Genau. Hier nach oben und brauchen wir eigentlich den Maxi-Pilz? Nein, wir brauchen nicht den Maxi-Pilz. Wir sind echte Männer. Wir kommen hier auch so durch. Oder so. Boom. Nein. Ja. Nein. Ja. Wieso kann ich... Okay, das ist jetzt... Ich kann mich nicht mehr nach links bewegen, aber ich kann mich auch nicht mehr drehen. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Moment. Vielleicht ist der zweite Grundstein ja näher... Aha. Ich wollte schon sagen. Vielleicht ist der zweite Grünstein ja näher, als wir denken. Was war das denn jetzt? So, Mario, du machst jetzt mal einen stylischen Wandsprung hier und gehst mal hier drauf und dann machst du mal einen stylischen Wandsprung hier. Und auch das eigentlich kein Problem. Die Schwindelschwankgalaxie, wohl eine der einfachsten Grünsternorte, die es gibt. Oder wohl zwei der einfachsten Grünsternorte. Wir haben ja zwei gesammelt. Und das war schon Grünstern Nummer 200. Hey, hey.